Kommen Sie bitte aus der Polizeistation schon raus. Hier ist der IC-Plan, die Polizei, bitte rauskommen. Oh, ich bin unconscious. Was? Ich bin ohnmächtig geworden. Oh oh. Warum? Einfach so? Naja, weil Granate und alles, ich war ja ziemlich kaputt. Scheiße. Alles grau gesehen. Hast du geblutet hast du aber nicht mehr, ne? Nee, nee. Warst du irgendwie krank? Kannst du mir sagen, wo du bist? Damit ich dir schnell Wasser und Trinken gebe? Ich hab mich woanders ich bin zum Hafen gerannt, weil da weniger Leute sind. Ich bin in irgendeinem scheiß Busch da. Da ist so ein Busch, also so ein Baum mit einer Buschgruppe. Da könnte es gewesen sein. Ich glaube, da sehe ich auch was. Ja. Da liegst du. Na, siehste. Ja, Bulli zurück. Küss ihn. Mit Zunge. Wo liegt ihr? Wo liegt er? Ich bin jetzt Anfang Erfiel. Links, also du musst immer an den Schienen lang und links davon. Hinter dem Airfield. Okay. Lauf direkt auf der Schienen lang. Seh ich euch denn? Müsstest du eigentlich, ne? Bist du wieder da? Nein, ich bin tot. Oh, scheiße. Du hast ihn ermordet. Ach, Quatsch. Mörder. Scheiße. Oh! Alter, hier ist eine große Stadt. Ja, alles gut. Ja, Dunkel, Sunny, alles gut. Und ein Funkgerät ist Ich werd überfallen. Oh. Beim Auto. Beim Auto? Okay. Ja, Moment. Eigentlich schon da sein. Beeilt ihr euch ein bisschen, der ich muss mich komplett aus. Ja. Ich lade gerade durch. Jetzt ist er alleine. Ich muss den Platz finden. Und der hat eine Red 9. Hat jetzt meine AK. Meine Klamotten. Und eine Gasmaske. Scheiße. Wo ist die tiefe Schneise? Die hab ich auch schon wieder verloren. Ja. Ach, die Stalin-Statue hier, okay. Ja, genau, hier müssen wir jetzt runter. Ja, genau. Muss hier oben sein. Ja, ich bin da schon weg, Mann. Da sehe ich wen. Der kommt auf mich zugelaufen. Der Nackte bin ich. Ja, wo ist der? Der ist beim Auto, hinter mir. Aber ich sehe ihn nicht. Also er war eben noch zum Auto, ist dann aber rückwärts gegangen, vom Auto weg. Aber stell dich nicht hier zu mir, ich guck mal eben gucken und sag dir, wo der ist. Ja, er schießt sich, wenn du da willst. Ja, meinte, er knallt mich ab, wenn ich abhaue. Ich seh's Auto. Ich seh's Auto. Warte mal, da ist wer. Er hat seinen Rucksack hier gelassen. Wer steht da mit dem schwarzen Rucksack? Das ist hier Diablo. Ja, hier. Okay, weiter links. Der könnte aus dem Wald rausgelaufen sein, der Penner. Weil da hinten sind Häuser, oder was ist das da hinten? Naja, da kommt noch so eine kleine Stadt. Ah. Laufen wir weiter. Na toll. Und los. Ja, warte. Ich muss mir da ausrichten, damit wir hier gucken, wo wir lang rennen. Warte mal. Die Richtung. Hat er mich bestimmt in der Stadt looten sehen, ist mein Herr. Gut möglich. Ach, ich hab keine Schuhe mehr an, ne? Ich hab meine Schuhe mitgenommen, der Wichser. Sind in der Stadt neue Schuhe suchen?
Weil ich würde gerne da hinten den Hochstand abgucken. Ja, mach das, dann laufe ich mir im Schuh holen. Hast du mal durchgeguckt unten, ob da... Ja, bis jetzt habe ich nichts gesehen, deswegen habe ich mich gerade nochmal verschoben. Ich sehe einen Spieler da drüben laufen mit einem roten Rucksack. Wo? Am Anfang der Map. Rennt da gerade da hoch Richtung Wald. Ja. Siehst du? Ja, ja, ich sehe ihn. Ne. Wir beobachten jetzt weiter. Das durften ja schon 500 sein, was er jetzt ist. Jetzt rennt er quer. Jetzt erkenne ich ihn kaum noch, ey. Gleich. Da ist er. Aber ich verliere ihn gleich. Durch die Bäume. Der rennt halt nach hinten. Hm. Oh, das ist Leo. Da, mein Bounty, ne? Ich bin hier noch im Busch. Siehst du noch? Ne, zu neblig. Ich sehe. Steps bei mir. Was ist bei dir? Steps. Steps. Jo, hier läuft einer lang mit dem orangen Rucksack. Okay, dann kommt er da bald. Und mit zwei Waffen. Dann kommt er bald rein. Ja, warte mal, du warst ja da drüben auf der Seite, oder? Der rennt jetzt die Straße, glaube ich, lang. Er war rechts bei diesem Bunker oder Sandsack. Ich hab mich doch hier verzogen. So. Hinter uns! Ach, ich bin tot, Alter. Hinter uns. Jetzt echt? Ja, hinter uns. Nice. Wie kalt hier unten? Bisschen tot. Er kommt hinter dir. Er war unmittelbar hinter mir. Also du weißt ja die Tanne, die ich immer liege oder die ich immer lag, und der war ein paar Meter von mir entfernt hinter mir. Ich habe ihn jetzt nicht genau gesehen. Siehst du, da hinten haben wir doch schon die Türme. Ich denke aber nicht, dass es lange dauert, bis ich hier weggeholt werde. Das Blöde ist halt, dass alle meine Mates jetzt offline sind, weil die einen müssen morgen weg, die anderen müssen arbeiten. Und jetzt bin ich wieder der Einzige, der anscheinend Urlaub hat. Und hier dann in DayZ sein Glück versuchen darf. Und das dann natürlich auf einer Militärbasis. Ist nicht unbedingt das Schlauste, aber ich bin auch nicht so der Typ, der sich jetzt alleine in den Wald hängt und ein Lagerfeuer macht. Alter, hab ich mich verjagt, ne? Ich sag's ja. Ich blute nicht. Ich werde mich jetzt mal hier verpissen. Die Schüsse kamen aus weiter Ferne. Das ist ein scheiß Sniper. Alter. Unconscious. Alter, fick die Henne. Ich kann was sehen. Toll. Ich hab mich so verjagt gerade wieder. Obwohl das schon so lange Spiel ist, ne? Sprechen kann ich nicht. Ich werde vielleicht aufwachen. Ich sag's ja. Ja, ist hier. Ist gerade an mir vorbeigelaufen. Jetzt bringt er mich gerade um. Ja, sag ich ja. Also ein bisschen staut sich die Aggression da, ne? Waffen ohne Ende und eine PM73 Rack. Also hier liegen echt immer ganz gut Waffen rum, ne? Also CR75, das ist so die Waffe, die kein Schwein mehr sehen kann hier in dem Spiel, ne?
Jetzt kommt eigentlich so gut wie der letzte Raum, wo was sein könnte. Hallo, hallo, jemand hier in der Polizeistation? Hey, yo, hi. Kommen Sie bitte aus der Polizeistation zum Raus, hier ist der IC-Plan, die Polizei, bitte rauskommen. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Waffe im Anschlag. Okay. Bitte kommen Sie raus. Wenn du? Also, alles gut bei euch? Ich mach nichts. Alles gut, es ist kein Überfall, es ist eine reine Personenkontrolle. Aus Sicherheitsgründen haben wir nur die Waffe in Anschlag. Okay. Hallo, Gunshot. Ich grüße dich. Ja, hi, Mensch. Wie geht's? Ja, an sich wieder ganz gut. Ich bin zweimal heute wieder neu auferstanden. Auferstanden aus Ruinen, alles klar, ich verstehe. Ja, da hinten pirscht sich einer an, gehört er zu euch? Ja, der gehört zu uns. Okay, alles klar. Wie gesagt, auf Sicherheit. Reine Sicherheitsmaßnahme, keine Angst. Wir tun dir nichts, wir sind der IC-Clan. Wenn du bei uns im TS bist oder im Forum, kannst du uns belesen. Alles gut. Ja, alles klar. Schön, ja, ich bin auf dem Rasselbandel. Papiere. Papiere? Genau. Ja, Papiere, Waffenberechtigungsschein, etc. pp. Also dazu muss ich jetzt... Eine Personenkontrolle. Dazu muss ich jetzt eins sagen. Ich bin mit meiner Jeans aufgewacht vorhin und einem T-Shirt. Und auf einmal fand ich mich hier in dieser anscheinend postapokalyptischen Zeitzone wieder. Und sehe Zombies rumrennen und Menschen, die einen willkürlich ausnehmen. Von daher habe ich das eigentlich nur zur Selbstverteidigung alles aufgenommen, was ich so irgendwo in Häusern, leerstehenden Häusern gefunden habe. Bist du alleine unterwegs? Ja, ich bin derzeit alleine unterwegs. Alles klar. Also folgendes. Papiere wünschen wir genauso wie Waffenberechtigungsschein. Du kennst ja bestimmt die Ziel. Ja. Der will's Karte. Ja, kenne ich auch. Da oben sind wir auch, wenn du einen von uns triffst. Kannst du uns gerne ansprechen, den IC Freshmaker, den IC Pointer, den IC Angel, IC Okrana, alles was mit IC zu tun hat, bitte mit Zettel und Stift an die Kollegen wenden, wegen Papier und Waffenschein, dann kriegst du deine Unterlagen dabei und dann ist gut. Erfreulicherweise innerhalb von einer Woche. Okay, super, ja, dann werde ich demnächst, wenn ich dann wieder Zettel und Stift finde, das auf jeden Fall bei mir führen und mich mal auf den Weg da hoch machen. Das wäre super, alles klar. Hast du irgendwas Unnatürliches zu mehr? Banditen etc. pp. Ja. Banditen in beim Mischkino, beim Military-Lager, da stromerten wieder welche rum, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber ansonsten habe ich jetzt in der ganzen Zeit, ich bin jetzt gerade von MCTA gekommen und da war eigentlich nichts. Ihr seid die ersten, die ich jetzt wieder sehe seit MCTA. Alles klar, Goodie. Dann danke ich dir für deine Information. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß, ne? Jo, danke euch auch, ne? Du bist jetzt Fossari Sibor, Cabanino, Vibor, da treiben sich die Banditen die nennen sich Legion. Falls okay. Du von denen schon mal was gehört hast. Bis jetzt... Die nehmen dich meistens aus und schicken dich nackig wieder weg. Ja, das ist bis jetzt mir noch nicht. Ich kenne die DBS, glaube ich, heißen die. Die kenne ich. Die haben das halt auch schon mal bei mir wiederholt erfolgreich getan. Genau, und die Legion ist genauso. Und wenn er die Anforderung nicht folgt, dann bist du 1, 2, 6 unter der Erde wieder. Ja, und das wollen wir ja nicht. Und wenn du willst, kannst du deinen Weg weitergehen oder du kommst noch mit uns mit. Wir gehen jetzt von von Novi Sibor Richtung Staroj Sibor. Ist dir überlassen. Ja, ich wollte jetzt eben noch aufs Dach gucken, wenn das nicht schon einer von euch gemacht hat. Und ansonsten würde ich dann kurz bei euch mitkommen. Ja, liebe Freunde, jetzt renne ich mit der selbsternannten Police. Bisschen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sicherer als alleine, nicht wahr?